Wir alle wissen es, die Digitalisierung in Deutschland ist ein absolutes Armutszeugnis. Warum ist das so? Genau das fragen wir gleich den Bundeskanzler. Ach, guck mal, da hinten kommt er schon. Hier, Herr Bundeskanzler, hier. Schauen Sie mal. Herr Dr. Kohl. Was wollt ihr denn schon wieder? Herr Kohl, nur weil Sie jetzt überall Kupferkabel verlegen lassen, wird die deutsche Digitalisierung 2024 völlig im Arsch sein. Kupferkabel, was soll denn das überhaupt? Haben Sie keine andere Frage? Dann fragen Sie mal wenigstens richtig. Jetzt bleibe ich bei Ihnen stehen, jetzt sind Sie nicht in der Lage, eine Frage zu stellen. Wissen Sie überhaupt, was das Internet ist? Ja, oder anders gefragt, ist Ihnen Digitalisierung überhaupt wichtig? Aber ob es Ihnen wichtig ist für die Sendung, da habe ich meinen Zweifel. Denn schon so, wie Sie jetzt das Ganze mit einem erhabenen Lächeln begleiten, ist schon offenbar, dass Sie ja nicht an einer Nachricht interessiert sind. Dann was ganz anderes. Was halten Sie von Friedrich Merz? Jetzt wünsche ich Ihnen noch einen guten Morgen. Achtung, Spoiler-Alarm. Das mit der Digitalisierung in Deutschland läuft gar nicht gut. Gut, es gibt ein paar exotische Orte, wo alles reibungslos funktioniert. Aber im Alltag trifft man immer häufiger auf Menschen, die das Faxen dicke haben. Gott sei Dank werden sich jetzt Fachleute drum kümmern. Das Innenministerium, das ist ja zuständig für die Digitalisierung der Verwaltung. Wussten Sie das eigentlich? Winterhaus, natürlich weiß ich das. Ach komm, es wird auch total viel digitalisiert. Ist gar nicht mehr so schlecht. Es ist natürlich zu wenig. Aber es passiert ja langsam was. Aber es stimmt, das ist ein Witz. Was machen Sie denn hier? Ja, das ist eine gute Frage, die stelle ich mir natürlich auch immer wieder. Eine Reise durch ein traumatisiertes Land und die Frage, wie konnte das alles passieren? Lutz? Wie konnte das alles passieren? Na, sitzen Sie auch gerade zu Hause und müssen ZDF schauen? Weil das Internet mal wieder zu schlecht ist, um was Geiles zu streamen? Ganz genau! Ganz genau. Dabei hätte das nicht sein müssen, denn schon 1981 beschloss Bundeskanzler Helmut Schmidt den Bau eines bundesweiten Glasfasernetzes. Und falls Sie sich jetzt fragen, wo ist das bundesweite Glasfasernetz? Tja, das hat Schmidts Nachfolger Helmut Kohl dann 1983 gestoppt. Stattdessen ließ Kohl Kupferkabel verlegen, weil, kein Witz, darüber gab es auch Kabelfernsehen und der Kanzler wollte Konkurrenz, denn ARD und ZDF waren ihm zu links. Den Zustand der deutschen Digitalisierung verdanken wir also linksgrün versifften Öffis und Helmut Kohl verdanken wir das hier. Naja, wie sagt man so schön, hätte, hätte Faxgeräte. Nur leider ist auch über 40 Jahre später wenig passiert. Im aktuellen Digitalisierungsindex der EU sind wir nur auf Platz 13. Und erst im September bescheinigte die EU-Kommission uns bei der Versorgung mit Glasfaser sehr schwere Mängel. Danke nochmal. Die traurige Wahrheit, auch heute stellen sich selbst die besten deutschen ITler viel zu oft die Frage: Bin ich da schon drin oder was? Nein. So, liebe Zuschauer, jetzt nehme ich Sie mit auf eine Reise in unbekannte Welten. Es gibt nämlich immer noch Orte in Deutschland, die haben kaum Internet. Klar, da muss man schon ein bisschen rausfahren, richtig in die Pampa hinein. Spaß. 30 Kilometer hinter Köln. Kreis Loma. Das ist nix. Absurd. Frau Lomberg. Herr Köster. Worauf warten Sie denn? Auf schnelles Internet? Ja, seit Jahren. Ja, können Sie lange warten. Was ist denn genau das Problem hier? Dass es ein ganz schöner Akt war, hier überhaupt irgendeine Art von Internet hinzukriegen. Aber ich habe jetzt gesehen, da hinten ist ja eine Baustelle, da wird ja Glasfaser verlegt. Ja. Das ist super. Das ist ganz toll. Also man kann jetzt auch schon überall an die Baustellen, da kann man überall hingucken. Wir sind praktisch umzingelt von diesen Baustellen, wo Glasfaser gelegt wird, aber hier halt nicht. Ja, dann ziehen Sie doch um. Nee, das wollen wir nicht. Wie lange leben Sie schon hier? Seit 5 Jahren leben wir jetzt hier. Und seit wann haben Sie überhaupt eine Art Internet hier? Also zuverlässig ist so, dass man eine Seite öffnen kann oder so zum Beispiel. Wow. Ja, seit gut zwei Jahren. Also Sie haben 3 Jahre quasi hier. Ja, wir haben als uns geholfen. People gelebt. Ja, so. Ja, sozusagen. Ja. Und dann haben wir uns umgehört und es gibt hier wirklich einen Anbieter, der per Funk das Internet ins Haus sorgt. Und seitdem haben wir Internet meistens. Per Funk? Per Funk. Kann ich mir das mal angucken? Na klar, gerne. Dann bin ich ja mal gespannt. Also, das ist jetzt vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber es funktioniert. Das ist jetzt hier Ihr Internet?
Das ist unser Internet. Das kommt da, es läuft durchs Beet von der Funkantenne hier dann über den Hof und dort zum Fenster rein. Ja. Und Sie haben ein Kabel, das dann da in Ihr Fenster reingeht. Ja. Ja. In Ihr Windows quasi, könnte man sagen. Ne? Genau. Aber wo führt denn das Kabel hin? Ja, ist ein kleines Stück. Wollen wir? Okay. Gut. Wir sind da? Ja, wir sind da, endlich. Wow. Unfassbar. Was ist das? Das ist, also ich kann Ihnen das technisch jetzt nicht wirklich erklären. Das ist das Empfangsteil. Also da kommt das Signal an, das dort in 1 Kilometer Entfernung vom Bauernhof gesendet wird. Der hat auch eine Parabolantenne, das Sendegerät praktisch. Also das heißt, Sie zapfen eigentlich das Internet vom Bauern da drüben an? Ja, das tun mehrere hier. Das ist legal und absolut so gewollt. Aber was jetzt meine Sorge ist in diesem Zusammenhang, ich meine, ich liebe die Natur, sonst würde ich ja nicht hier wohnen. Aber diese Bäume, das Wachstum der Bäume macht mir Sorgen. Wenn diese Buchen wachsen und dann ab Frühjahr Blätter haben, dann haben wir keine Sichtachse mehr zu diesem Sendeteil des Bauern. Und dann ist Schluss mit Internet. Jetzt ist die Frage, was ist schneller? Ja? Die Regierung oder die Buchen. Wenn die Bäume wachsen, haben sie kein Internet. Wenn die Bäume wachsen, haben wir kein Internet. Da habe ich ein Geschenk für Sie. Ach, nein! Ja, wir haben uns nicht lumpen lassen. Großartig! Ja, viel Spaß, weil besser kann man die deutsche Digitalisierung nicht zusammenfassen. Viel Glück und viel Sägen. Das ist es doch. Sie schaffen das. Danke! Und jetzt aufgepasst, es gibt tatsächlich Deutsche, die sind mit der Digitalisierung richtig zufrieden. Aber die leben auch nicht in Deutschland, sondern in Estland. Florian Markus ist hier Digitalisierungsberater, denn Estland ist quasi das digitalste Land Europas. Zum Alltag gehören hier sogar selbstfahrende Busse. Ein selbstfahrender Bus, wow. In Deutschland ist ein fahrender Bus schon eine Sensation. Und auch das E-Rezept gibt es hier seit dem 1. Januar. Also seit dem 1. Januar 2010. Denn hier setzt man wirklich alles auf eine Karte. Und das ist eben mein Personalausweis, meine Gesundheitskarte, mein Führerschein, meine Payback-Karte für den Einzelhandel. Es ist alles mit dieser Personalausweis immer verbunden. Oder wie wir in Deutschland sagen, unmöglich. So, und jetzt kommt's. Wenn man in Estland mal zum Amt muss, dann macht man einfach den Computer an. Moment. Wie soll das denn gehen? Behördengänge im Internet? Jetzt verarschst du mich doch. Dafür bräuchte man ja eine Art estnisches Staatsportal. Und dann kommt man auf das estnische Staatsportal und dann sieht man hier schon sofort die sogenannten Live-Events. Das heißt, eine bestimmte Situation in meinem Leben ist passiert. Ich habe ein Kind bekommen, ich bin krank geworden und dann damit verbunden alle verschiedenen Dienstleistungen. Dieses Staatsportal bündelt alle verschiedenen Dienstleistungen, ist aber im Endeffekt nur ein, ich sag mal, digitales Aushängeschild, wo man dann zu den verschiedenen Behörden weitergeleitet wird. In Deutschland wird man auch von Behörde zu Behörde weitergeleitet, aber halt analog. Physisch, ne? Ja. Physisch. Vor Ort, ja. Nein, das wäre hier schon leichter. Wie viel Prozent der staatlichen Dienstleistungen sind online, kann man das sagen? Wir haben 99,9% der staatlichen Dienstleistungen online. Es gibt, ich sag mal, 2 grobe Ausnahmen und das ist Heirat und Scheidung. Das sind so halb digitale Dienstleistungen, wo man vorher schon alles digital anmelden kann, aber das Ja oder auch das Nein-Wort muss dann noch vor Ort gegeben werden. Also die beiden glücklichsten Momente im Leben, die sind noch weiterhin analog. Absolut. Ich habe nach der Geburt unserer Tochter eine Benachrichtigung vom Staat bekommen. Alles Gute zur Geburt des Kindes. Auf welches Konto geht das Kindergeld? Also keinen Antrag, keine Anmeldung irgendwo. Es ist einfach nur, wir wissen, dass dir das Geld zusteht. Wohin schicken wir das Geld? Und das ist einfach dieses Level von Dienstleistung, das ich vom Staat erwarten würde. Ich bin in Deutschland und auch anderswo Bittsteller. Ich muss dem Staat beweisen, dass ich dieses Kind tatsächlich habe und dementsprechend auch Anspruch auf diese Leistung habe. Und das ist einfach ja, eine ganz andere Beziehung, die so aufgebaut wird und auch ein anderes Vertrauensverhältnis, denke ich. Wir Deutschen sind ja gar nicht ängstlich, wenn es darum geht, ausländischen Konzernen unsere Daten zu geben, wie Facebook, das klappt. Wenn der eigene Staat Daten haben will, drehen wir komplett durch. Haben die Esten ein anderes Verhältnis zum Datenschutz? In Estland gibt es ein anderes Verhältnis zum Thema Datenschutz. In Estland habe ich einen sogenannten Data Tracker, wo ich jedes einzelne Mal sehen kann, welche Behörde hat wann
aus welchem Grund welchen Teil meines Datensatzes angeguckt. Und wenn ich irgendwo sehe, dass vielleicht ein Zugriff illegal war, dann kann ich direkt zum Datenschutzinspektorat gehen und dann nehmen sie sich der Sache an. Um wie viele Jahre würden Sie sagen, ist Estland Deutschland voraus? Momentan ziemlich genau 20 Jahre. Also wow. Ich hoffe, dass sich das beschleunigt über die nächsten Jahre, aber momentan gibt es noch ein, zwei Zweifel. Mit diesen neuen Informationen im Gepäck fahre ich nach Jena. Denn dort warten schon Bundeskanzler Scholz, Digitalminister Wissing und Wirtschaftsminister Habeck sehnsüchtig auf meine Hilfe. Denn ich bin heute beim großen Digitalgipfel und der bietet die Möglichkeit, Zitat, direkt mit der Bundesregierung zu interagieren. Ja, ich freue mich auf intensive Gespräche und ich glaube, dass es auch möglich ist. Das merkt man hier zum Beispiel an dieser Absperrkordel oder hier an den 1000 Security-Leuten. Also ich freue mich auf diese direkte Interaktion. Herr Scholz, finden Sie, die Digitalisierung läuft im Deutschland-Tempo? Auch beim Fototermin ist noch kein Gespräch möglich. Doch ich hatte mich mit Volker Wissing am Kaffeestand verabredet. Also dachte ich zumindest. Ja gut, da ist er. Digitalisierung heißt in Deutschland, dass der Digitalminister analog vor mir wegläuft. Erst die eine Treppe rauf, dann oben über den Gang zurück. Die andere Treppe wieder runter. Und schon sind wir wieder am Kaffeestand. Jetzt sind wir einmal im Kreis gelaufen. Auf der Flucht Volker Wissings vor mir. Während der Minister auf die Bühne flüchtet, habe ich mich zu seiner Garderobe durchgeschlagen und wurde davon überraschenderweise nicht abgehalten. Und so kommt es doch noch zum großen Exklusivinterview. Toll, dass das noch geklappt hat. Hallo. Haben Sie kurz Zeit für mich? Nein. Was? Dann warte ich einfach hier auf Sie, okay? Dann halt meine Paradedisziplin. Vor Türen darauf warten, dass Politiker rauskommen. Hallo, guten Tag. Gesehen. Ja, Tag, wirklich. Ne? Freuen Sie sich eigentlich? Ich bin versteckt von mir. Ich komme nicht an Sie ran. Sehen Sie, ich werde hier schon weggedrängt. Muss halt schneller sein. Ja. Freuen Sie sich denn über die Digitalisierung in Deutschland, weil es mal eine Katastrophe ist, die Sie sich mit anderen Ministerien teilen können? Ist gar nicht mehr so schlecht. Wir kommen ganz gut voran. Aber ist schon noch schlecht, ne? Also bei der Verwaltung läuft es ja richtig, richtig schlecht. Und beim Glasfaserausbau auch. Komisch. Immer wenn es beschissen läuft, will keiner mit uns reden. Ja, wirklich sehr merkwürdig, woran das wohl liegen könnte. In Estland dagegen gibt uns sogar die Bildungsministerin persönlich ein Interview. Warum? Naja, Platz 1 in der PISA-Studie, voll digitalisierte Schulen. Da bringen einen selbst zwei seriöse Spitzenjournalisten nicht aus der Ruhe. Sollen wir die Mützen nicht besser absetzen? Ja, hast recht. Your government program is called Tigrihüpe? Yeah. That means tiger jump? Yes. What do you think is a good name for the German digitalization? Is it snail jump? Turtle jump? Maybe? Or maybe Olaf Scholz jump? I don't know. Sometimes you have a saying in Estonia that if you go slower, you make it fast further. So, you know, you never know. I think we know. Yes. It's a bit embarrassing, actually, that you are so far and we are... I know we could teach you something, yeah. But other than that, you could teach us something about building cars, yeah, which we don't know how to do. But that's it, actually. Yeah. And in your schools, you have a system called eCool. Yeah. What is it about? Parent, student and school is connected into this digital diary platform. I can easily see what's going on in the school because through this eCool digital platform, I see teachers are inserting information there. Yeah. In Germany, we call it Elternsprechtag. Aha, what is that? Ah, okay, a teacher-parent meeting, you mean? Yes. Okay, well, we have that as well, but we have quite online data, regular online data. Oh, by the way, students don't like it very much because parents see the grades all the time. Oh, yeah. So we are better in Germany, actually, then. You can't hide your grades. It's all there all the time. Yeah. So for 20 years, we have been filing our taxes online. And for 15 years, we have been voting online and doing everything online. So paper is very rare. Voting online is possible. For 15 years.
And in Germany, we had an election 2 years ago in Berlin, and they had to do it again because there wasn't enough paper. Yeah. Ah. Die Ampel will bis 2025 die Hälfte der deutschen Haushalte mit Glasfaser versorgen und steht aktuell bei 35,6%. Doch für diese Statistik zählt nicht, dass ihr Zuhause wirklich ans Glasfasernetz angeschlossen ist. Nein, es reicht, wenn in 20 Meter Nähe vom Grundstück irgendwo Glasfaser liegt. Ein tolles Geschenk der Bundesregierung. Auch Sie zu Hause haben vielleicht schon Glasfaser, ohne Glasfaser zu haben. Ich gratuliere Ihnen. Und ich gratuliere zum Rechentrick. Denn in Wahrheit haben in Deutschland nur 19,3% der Haushalte Glasfaser. Damit sind wir EU-weit Vorletzter. Dort haben es durchschnittlich schon 56,5%. Allein in Spanien schon über 90%. Aber jetzt mal was Positives. Dafür haben wir an einigen Stellen richtig viel Glasfaser. Denn statt wie beim Wasser oder Strom eine gemeinsame Leitung zu nutzen, darf hierzulande jeder Anbieter sein eigenes Glasfasernetz bauen. Dann wird die gleiche Straße an der gleichen Stelle hintereinander gleich mehrmals auf- und wieder zugemacht. Gleich dreh ich durch! Warum ist das erlaubt? Tja, da fragen Sie mich was. Na, auch Lust bekommen, eine Straße aufzureißen? Dann herzlich willkommen in Wülfrath! Kennst du schon Glasfaser? Kennst du schon Glasfaser? Dein Highspeed-Netz? Ein Anschluss von morgen. Einfach stabil surfen oder streamen. Rapider, rapider. Im Moment haben wir in Wülfrath mit uns zusammen 4 Anbieter. Das heißt, also, wir haben nicht eine Leitung, wie man das aus dem Strom oder Gas, aus dem Wasser kennt, sondern wir haben bis zu vier Leitungen hier in der Straße. Aber heißt das da nicht mal ganz doof gesagt, wenn das jetzt hintereinander passiert, muss ja die Straße immer wieder neu aufgerissen werden? Ja, die wird dann teilweise bis zu 4-mal aufgerissen. In kurzer Zeit. Wie finden die Nachbarn das so? Sorgt zumindest für Erstaunen bei einigen Anwohnern, weil die natürlich innerhalb von kurzer Zeit dann mehrfach eine Baustelle vor der Haustür haben. So viel du willst, so oft du willst und vergiss langes Laden. Aber warum verpflichtet der Staat dann nicht die Unternehmen, einfach ein Netz zu errichten und da, wo es unwirtschaftlich ist, kommen Fördermittel zum Einsatz? Warum ist das in Deutschland immer so ein Hickhack? Das ist eine gute Frage an die Politik. Ach so, ja, stimmt, Sie sind ja von dem Stadtwerk. Ich hab's kurz vergessen. Falscher Ort. Falscher Ort. Falscher Ort. Es tut mir leid. Das heißt, in Deutschland ist es so, jeder, der Bock hat, kann die Straße aufreißen und Glasfaser verlegen, obwohl da schon Glasfaser liegt. Das ist grundsätzlich möglich, ja. Ja, dann machen wir das doch auch. Danke für den Tipp. Sehr gerne. Ne? Tschüss. Gute Zeit. Wir sind jetzt Konkurrenten. Ja. Glasfaser und Glühwein. So preist man das an. Ja, so preist man das an. Glasfaser und Glühwein. Wir sind heute von der Aktion Glasfaser und Glühwein. Okay. Wie gut ist Ihr Internet? Oh. Ja. Wir haben zwischendurch immer Bildstörungen. Ja, Bildstörungen? Ja, also so immer so kleine Rucker manchmal. Dann sind Sie wahrscheinlich überrascht, dass wir uns im Original so fließend bewegen, ne? Ja, ja, das wundert mich auch. Ne? Ja. Haben Sie das schon mitbekommen, dass hier in Wülfrath ja auch sogar mehrfach die Straßen aufgerissen werden? Ja, sicher, ist bei uns ja auch gemacht. Echt, bei Ihnen auch? Bei uns auch, ja. Natürlich. Und, wie finden Sie das? Ja, darauf Prost, ne? Ja, Prost. Ja, Prost. Sieht man immer schön an den Straßenrändern und so. Und wie finden Sie das? Ja, aufreißen. Aufreißen geht immer. Wie findet die Freundin das? Kam nicht so gut an, der Spruch, oder? Sehr gut. Wie schätzen Sie denn die Digitalisierung in Deutschland insgesamt so ein? Super, ne? Genau, ne? Katastrophe, sein Großvater. Also er? Nein, das ist ja mein Baby, mein Liebling. Hallo! Also eine Leitung, zig verschiedene Anbieter. Wäre super. Hätten Sie Lust, Digitalministerin der Ampel zu werden? Jetzt ein unmoralisches Angebot. Wir brauchen Leute mit Visionen, mit Ideen. Wir haben Volker Wissing. Sie müssen es machen. Wie heißen Sie? Wie heißen Sie? Doch, das ist die neue Digitalministerin. Sie macht es aus Wuppertal. Sie können auch vom Homeoffice aus, obwohl Sie haben schlechtes Internet. Ne? Es ruckelt ja. Kommst du aus Wülfrath hier auch? Ja. Und wurde bei dir auch schon mehrfach die Straße aufgerissen? Ja, aber die machen das lustig. Die machen auf. Ja. Und dann legt die eine Gesellschaft, legt da irgendwas rein, und dann machen die wieder zu. Und die legen aber keinen Anschluss ans Haus, also nur die Straße auf. Ah. Und dann kommt die nächste Gesellschaft und die legt dann so eine Verbindung vom Haus zu diesem Rohr, was die anderen schon aufgerissen haben. Aber da liegt ja gar nicht das Kabel von der Gesellschaft drin. Und dann kommt die andere, also die Gesellschaft kommt dann nochmal und macht das, was schon wieder zugemacht wurde, nochmal auf, um ihr eigenes Ding da reinzulegen. Da soll einer sagen, wir Deutschen hätten keinen Humor, oder? Ich finde den deutschen Humor super. Ja. Oder? Ja. Wir sehen uns dann, wenn wir die Straße bei Ihnen aufreißen. Ne?
Das wird richtig laut. Aber wie ist das in Estland? Ich meine, das sind ja auch große Weiten, die jetzt nicht so bewohnt sind. Ne? Wie ist es da mit dem Internet? Also generell hat der Staat die Verpflichtung, bis zum letzten Kilometer Internetkabel anzubieten. Das heißt, das wird alles aus einer Hand so ausgerollt. Das macht es auch etwas weniger kompliziert, als es in Deutschland der Fall ist. Und darüber hinaus haben wir 99% 4G-Abdeckung 99% über 4G. Mobilfunk in Estland. Also das ist kein Problem. Das heißt, wir könnten das jetzt mal checken. Also wir glauben Ihnen natürlich, aber wir könnten jetzt mal weit rausfahren. Und checken mal, ob da Internet ist, oder? Theoretisch, ja. Ja, können Sie gerne die schöne estnische Natur entdecken. Gibt's viel zu sehen. Da wollen wir doch mal sehen. Super. Ob das alles hier so toll ist. Und so beginnt es nun. Für eines der größten TV-Experimente der deutschen Fernsehgeschichte fahren wir tagelang Richtung Osten, ins absolute Niemandsland. Wir loten Grenzen aus und dringen in Landschaften vor, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Eine Reise ins Ungewisse. Das ist der Beweis. Wir sind in Estland, im absoluten Nirgendwo, und wir können den ZDF-Fernsehgarten streamen. Also es gibt natürlich wirklich keinen rationalen Grund, das zu tun. Aber man könnte es. Dann können wir wieder gehen, oder? Ja. Die Ampel hat zum 1. Januar 2024 von ihren digitalpolitischen Vorhaben erst 18% umgesetzt. Natürlich nur, weil Social Media nicht mitzählt. Isst Olaf Scholz gerne Döner? Klar. Klar, denn das D in Digitalisierung steht für Döner. Dabei haben wir doch seit 2021 endlich einen Digitalminister. Aber der ist für die meisten Digitalvorhaben gar nicht zuständig. Ein Digitalminister, der nicht für Digitalisierung zuständig ist. WTF, wie man im Internet sagt. Aber dafür hat Volker Wissing ja Zeit, um... Um mich zu konzentrieren auf andere Dinge oder vielleicht auch einfach, um Musik zu hören. Besonders schlimm steht es um die Digitalisierung der Verwaltung. 2017 beschloss die GroKo das Online-Zugangsgesetz, kurz OZG. Damit sollten bis Ende 2022 575 Verwaltungsdienstleistungen digitalisiert werden. Online verfügbar waren zum Stichtag nur 114. Übrigens, online verfügbar bedeutet laut Innenministerium, dass bloß der Antrag online gestellt werden kann, selbst wenn alles weitere analog passiert. Und es reicht zudem, wenn das von rund 11.000 Kommunen nur eine einzige macht. Frage, ist es wenigstens unter der neuen zuständigen Innenministerin Nancy Faeser besser geworden? Nein. 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 Ja, denn auch heute sind immer noch 404 Leistungen gar nicht digitalisiert. Das ist also mit Error 404 gemeint. Dafür sind wir woanders spitze. Zuletzt verbrauchten die Bundesbehörden 753 Millionen Blätter Papier im Jahr. Dabei steht doch im Koalitionsvertrag, wir bringen eine umfassende Digitalisierung der Verwaltung voran. Ja, und? Und ich esse gerne Döner. Jetzt mal eine gute Nachricht. BAföG kann man mittlerweile online beantragen. Deswegen schaue ich mir jetzt mal eins dieser hypermodernen BAföG-Ämter an. Aber zur Sicherheit bringe ich trotzdem noch mal einen Drucker mit und einen Stapel Papier. Man weiß ja nie. Herr Schwaberow, Sie sind Hauptsachbearbeiter hier im BAföG-Amt. Und ich bin erstmal positiv überrascht. Sie haben ja einen Computer. Jawohl. Wie man sieht, haben wir auch mittlerweile zwei Bildschirme pro Arbeitsplatz. Ich drehe durch. Um das Material, was die Studierenden uns zuschicken, dann später auch besser sichten zu können. Man kann doch BAföG digital beantragen. Wieso ist denn dann hier noch so viel Papier? Das ist richtig, genau. Der Weg bis zur eigentlichen E-Akte ist noch weit. Viele Bundesländer arbeiten mit unterschiedlichen Betriebssystemen, was das anbelangt. Die Kopplung untereinander funktioniert da noch nicht so gut. Also wenn ich jetzt BAföG beantrage, beantrage ich das digital, das ist ja schon mal top. Dann kommt das hier digital an. Genau. Was passiert dann? Wie viele Seiten werden denn jetzt hier so pro Tag gedruckt?
So als Vorstellung 2 500er Packs. Also 1000 pro Tag? 1000 pro Tag. Heißt über 300.000 pro Jahr. Eine Fichte gibt über 100.000 Blatt, 120.000 Blatt. Das heißt, 3 Fichten sterben pro Jahr wegen mangelnder Digitalisierung. Nur bei uns. Es kommt zwar etwas schon digital rein, aber bei uns, das meiste geht eben per Papier raus. Aber das nimmt ja wahnsinnig viel Zeit in Anspruch, oder? Genau. Wir haben extra Kolleginnen an der Poststelle, die eben die eingehenden E-Mails auf die Sachbearbeiter verteilen und eben ausdrucken. Und stempeln. Auch das stempeln selten. Auch noch? Also was wir in Deutschland ja brauchen, wären ja eigentlich so ausgebildete Informatiker und ITler, um die Digitalisierung mal voranzubringen. Aber ich glaube, die warten alle noch auf ihren BAföG-Antrag, oder? Gut möglich. Aber jetzt hat das Bundesinnenministerium doch so einen tollen Satz rausgehauen. Ich möchte ihn dir mal vorlesen. Ich kann das gar nicht glauben, dass das alles nicht klappt. Weil die sagen, zusätzlich zu der vereinfachten Beantragung erhalten Antragstellerinnen und Antragsteller nun schneller eine Antwort. Und auch die Ämter sparen Zeit bei der Bearbeitung der Anträge. Stimmt nicht, ne? Nein, natürlich nicht. Nein, es ist im Augenblick unheimlich umständlich, zeitaufwendig, sodass wir Sprechzeiten einschränken müssen, dass wir Telefontage festlegen müssen, weil unsere Leute sonst nicht arbeiten können. Es ist wirklich an der Belastungsgrenze der Kolleginnen und Kollegen. Und tatsächlich hat der Bundesrechnungshof das auch als irreführende Information kritisiert, weil es tatsächlich, es stimmt halt nicht. Okay, und jetzt? Die E-Mails, die du ausgedruckt hast, die ich dir hier mitgebracht habe, musst du natürlich den Akten zusortieren. Das sind jetzt nicht alle Studierenden und ich muss das jetzt in die Akte der Studierenden. Genau das wirst du tun. Also bitte. Wow. Wow. Ich zeige dir den ersten Namen. Das gibt's doch nicht. Und such mir bitte die passende Akte. Nochmal zur Erinnerung. Dieser Vorgang gilt laut Innenministerium bereits als digitalisiert. Der Antrag wurde ja online gestellt. Sie sehen also einen Sortieralgorithmus der neuesten Generation. Mich. Deutschland hat die Digitalisierung radikal verpennt. Der Föderalismus steht sich an der Stelle selbst im Weg. Statt dass der Bund einfach vorgibt, ihr habt die Software zu nehmen. Wie ihr sie dann implementiert, ist eure Sache. Das heißt ja, es gibt 4 Softwarelösungen in Deutschland, 4 verschiedene, die nicht miteinander kommunizieren. Wenn ich jetzt in einem Bundesland studiere und dann in einem anderen, heißt das dann, passiert was? Dann wird die Akte per Post hierher geschickt. Das heißt Bachelor in Köln, Master in Göttingen und es wird die Akte per Papier bewegt. Wahnsinn. 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 Apropos. Hier in Estland gibt es natürlich auch noch Behörden. Aber die sind ja komplett leer. Keine Schlangen, keine Wartemarken. Das ist ja Wahnsinn. Mr. Rosov, what's going on here? Why is it so empty? I don't know. The people don't like to visit us because we have very good e-solutions for them. So that's a normal day. Yes. It's a totally normal day. It's empty everywhere, not only in Tallinn, in all bureaus in Estonia. In Germany, it's so crowded, like so crowded. Yeah. It's unnormal for us. We just wake up, open our, mobile app or our computer, just do some stuff and forgot about it. You can do your taxes on your iPhone or? Exactly. On an iPhone, on personal computer. And how long does it take to make a tax declaration? For normal people, it's just one click for 85%. Click. But in Germany, we also have a big vision. Yes. We will do our tax declaration on beer coasters soon. Ooh. Yeah. Maybe. Yeah. Why? You have to ask Friedrich Merz. It just sounds good, you know, beer is always a good thing in Germany. Okay, great. To sell politics. But maybe it will be your first step. Yeah? Yeah. Why not? And it's still a kind of paper. Yeah. Yeah. But you also have paper or not? Yeah, you can see. It's a few declarations there. Good. Okay. Just for feeling it. Feeling. Exactly. But unfortunately, we don't use it. So you don't send letters very often to... Only for Christmas. Christmas letters. Nobody comes to this office. Nobody. No, what are you doing here the whole day? We have a lot of, back office stuff, do some education stuff. So you play online games the whole day? Yeah.
digitale Verwaltung, das ist eigentlich ganz einfach. Außer, wenn es Deutschland macht. Wir haben dieses Schaubild natürlich längst verstanden, aber für Sie, liebe Zuschauer, lassen wir uns das Ganze jetzt nochmal erklären. Und zwar auf der Leitmesse für Digitalisierung, auf der Smart Country Convention. Los geht's. Ja, leider kein Scherz. Dieses Wimmelbild vom Normkontrollrat der Bundesregierung bildet die aktuelle Digitalisierung der Verwaltung ab. Ganz ehrlich, wer ist hier für was zuständig? Hallo. Hallo. Das Innenministerium, das ist ja zuständig für die Digitalisierung der Verwaltung. Ja. Wussten Sie das eigentlich? Winterhaus, natürlich weiß ich das. Sie wussten es wirklich? Ja, natürlich. Aber das heißt, es gibt ja zwei Nachrichten. Die gute Nachricht ist, Volker Wissing ist gar nicht zuständig. Und die schlechte, Sie sind zuständig. Für die Verwaltungsdigitalisierung, ja. Aber für den Rest der Digitalisierung ist Herr Wissing zuständig. Also du kommst von hier, gehst dann hier steil hoch, lässt das alles aus, gehst hier. Das wirst du in den Schatten oder gehst du direkt hier hin? Okay, Sie haben gar keine Ahnung tatsächlich, oder? Wir sind ja von der Heute-Show, wir sind ja so ein bisschen tump in der Birne, wir haben es nicht so ganz verstanden. Nicht ganz helle? Digitale Verwaltung, dabei ist es ja ganz einfach. Können Sie uns das kurz anhand dieses Schaubildes erklären? So in ein, zwei Sätzen. Ja, das Problem bei Digitalisierung ist, wenn der analoge Prozess kompliziert ist, dann wird er nicht dadurch einfach, dass man ihn digitalisiert. Ja, warum machen wir das in Deutschland so, dass wir einfach eins zu eins die Bürokratie digitalisieren? Ja, zum Beispiel als die Bundesrepublik und das Grundgesetz geschaffen wurde, hat man gesagt, der Bund macht die Gesetze, die Länder führen diese Gesetze durch. Heutzutage haben wir Computerprogramme, die Gesetze sind immer noch aus der Zeit der analogen Akte und demzufolge haben wir nicht ein Computerprogramm auf Landesebene, was macht, sondern 16 unterschiedliche. Richtig praktisch ist das nicht, das wäre aus meiner Sicht etwas, was wir in Zukunft ändern müssen. Frau Faeser. Könnten Sie uns nur ganz, ganz kurz die digitale Verwaltung erklären? Das ist doch so einfach. Wir sind ganz viele Experten. Gucken Sie sich doch die Bund-ID an und dann sehen Sie, dass wir schon große Fortschritte gemacht haben. Aber ich freue mich, Herr Köster, dass Sie sich interessieren. Oh, wirklich? Sie freuen sich? Ja, aber man ich bin erst seit zwei Jahren im Amt und ich habe jetzt viel aufgeholt, was in den letzten Jahren aber man hat das Gefühl, Digitalisierung hat nicht so einen hohen Stellenwert bei Ihnen. Doch, hat ist es. Das so, weil Sie auch so viele andere wichtige Themen haben, um die Sie sich nicht kümmern? Nein, ich kümmere mich selbstverständlich um alle anderen Angelegenheiten, vor allen Dingen um die innere Sicherheit. Und die Digitalisierung spielt eine sehr wichtige Rolle, weil wir den Bürgerinnen und Bürgern es einfacher machen wollen, beispielsweise einen Führerschein zu beantragen, von zu Hause bequem, von der Couch. Ja. Falls wir auch mitmachen dürfen, unsere Firma Error 404 Solutions. Danke, können Sie gerne mitnehmen, die Karte. Nichts annehmen, Herr, das ist unsere Firma. Error 404. Wir wollen auch mit nichts tun Geld verdienen bei der Digitalisierung. Consulting for Digital Solutions. Hier, die FDP hat ja mal plakatiert, Digital First, Bedenken Second. Wie viel, oder genauer gesagt, welchen Teil des Slogans sehen Sie bei der digitalen Verwaltung umgesetzt? Ja, da geht immer noch mehr, aber zum Beispiel, ich werde ja schneller fertig, als das Gesetz von mir verlangt, in meinem Ministerium, bei meinen Gerichten. Der Volker Wissing hat jetzt beispielsweise das Kfz-Nummernschild digitalisiert. Also ich bin auch der Meinung, es muss noch schneller gehen, aber wir kommen jetzt voran. Wird die FDP die Digitalisierung Deutschlands noch erleben? Ja, wir treiben sie ja voran. Ich habe ja vorhin schon Beispiele genannt. Also ich habe mein Ministerium in einem Kalenderjahr komplett digitalisiert. Da müssen Sie mal einer Behörde zeigen, die das schafft. Also ich glaube schon, dass wir das ganz gut machen. Gut, dann noch eine Ratefrage zum Schluss. Wie viel Prozent der Verwaltungsleistungen waren Ende letzten Jahres laut Bundesrechnungshof digitalisiert? Kleiner Tipp, es ist das nächste FDP-Wahlergebnis. Das ist ja hier jetzt... Das ist ja der Versuch, mich jetzt so ein bisschen zu ärgern, das verstehe ich ja alle. Ja, das muss ja auch sein, aber ganz ehrlich, es ist natürlich zu wenig. Na, wir haben die ersten Leistungen ja digital und ich habe ja im letzten Jahr auch digitale Antragsverfahren eingeführt. Insofern läuft allmählich. Ja, allmählich. 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 Allmählich, das sind gute Nachrichten, es läuft allmählich. Endlich mehr, schaffen wir mal was. Ne? Mehr war da nicht rauszuholen. Die Digitalisierung in Deutschland läuft allmählich. Allmählich. Ja, das war wieder mal schön. Allmählich bleiben nur noch drei Fragen offen. Wird Frau Lomberg auch in Zukunft im Internet unterwegs sein? Ich arbeite dran. Und gibt es nicht für all diese Probleme eine einfache Lösung? Aufgepasst! Deutschland wird digitaler Vorreiter, wenn wir einfach nur... Tja, schade. Und wird Lutz van der Horst weiterhin in Estland Fernsehgarten schauen? Lohut, kommst du? Oh, nur noch die eine Folge. Oh, guck mal, der Stream geht wieder. Dann schnell jetzt. Ja, schnell. Komm. Also, weitere Videos von der Heute-Show findet ihr hier, wenn euer Internet das mitmacht.
Abonniert auch gerne den Kanal.